Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Luigi Land. Wir sind in einem Secret, in einem Secret, in einem Secret. Das Secret vom Secret vom Secret. Und sterben eiskalt mal wieder, weil, warum nicht? Kann man mal machen, so irgendwie hochspringen und dann unten nicht mehr die Gegner sehen. Ja, das Level ist unnötig schwierig, weil wir schätzungsweise wieder mal alles einsammeln müssen. Da ist halt so ein komisches Ausrufezeichen und ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt heißt, yo, sammeln mal die Münzen ein oder nur ein fucking Secret oder so. Ah, ja, das passt. Was mich halt so abfuckt, ist, dass die Flammen dann immer... Ja, genau. Dass du rauskommst alle 2 Sekunden und dass die kleinen Flammen penetrieren mich doch, oder? Ich habe das jetzt nicht so getestet. Ich teste das jetzt mal, okay? Mach jetzt mal hier ein... Warte. Da. Nein, nicht die große. Nicht die große. Ja, war doch klar. War doch klar, oder? Das, sonst wäre das ja... Sonst wäre das ja ziemlich einfach. Gut, okay, Moment. Das ist jetzt nicht cool, dass ich da geladen habe. Ich tue mal so, als wäre es jetzt nicht passiert. Ja. Wow. Ja, aber mein Nemesis ist ja hier in erster Linie das. Aber ja, ich muss da schätzungsweise einfach nur schnell genug sein und da nicht zu schnell. Ups. Na ja, gut, da den Safe, den kann man ja lassen. So dieses dumme Spiel laden und also Level laden und dann nach rechts laufen und so. Da haben wir sparen wir quasi immer 5 Sekunden. 5 Sekunden pro Video kann man ja auch dementsprechend mal positiv sehen. Immer schön positiv bleiben. Lululululul. Einfach springen. Ja, das war tatsächlich eine Nummer zu... Hui! Zu zeitig. So. Ja, irgendwann schaffen wir es. Fuck off. Aber wir waren hier natürlich schon mal. Das ist nichts Neues. Einfach das Ding am besten mitnehmen. Aber jetzt ist es leider weg. Schade. Ist das neu? Das ist ein Mittelpunkt. Also muss es neu sein. Okay. Sehr gut. Noch besser. So gefällt mir das. Und jetzt? Jetzt kommt es auf einmal knüppelhart hier, oder? Wow! Oder was mit den Münzi-Linies? Kann ich euch... Ja, es war klar. Zu arrogant. Bla. Okay, das ist ja dann schätzungsweise gut, dass da die Steine nicht sind, oder? Aber wobei, ja, das war wieder klar. Das war doch wieder klar. Ja, jetzt verstehe ich auch das Ausrufezeichen. Yay! Yeah! Aber das waren die Roten. Was ist denn mit den Grünen passiert? Die hatten wir bis jetzt noch gar nicht, ne? So, jetzt werden wir sehen, ob das, ob der Mittelpunkt zählt, ne? Ich hatte das ja eher so in Kombination mit Secret gemeint. Aber... Okay, wir testen das jetzt mal mit Palästen. Palästen? Nein. Palace, ja. Die guten Palaces. So you know that we are there. Na. Can't hold on, our life won't change. Just imagine you are there. Na. Achtung, nicht vergessen, alles einsammeln. Ja, ich glaube, ich hatte 3. Ja, mehr gibt's hier nicht, oder? Ich habe jetzt nichts verpasst. Feder. Woo! Plötzlich geht's, ja? Plötzlich geht's, wenn man denn nicht komplett arrogant wird. Hui. Verstehe aber nicht, wieso die dann die Blöcke dahin machen. Lass mich doch 500 Mal in den Palast gehen. Ach, das ist sogar Treibsand. Ich habe mein Leben gekriegt. Also habe ich doch potenziell alle, ne? Dann lag es nicht daran. Ich weiß auch gar nicht, ob das... Ja, danke, Controller. Ob das möglich ist. 2 Secrets? Also, ich weiß es nicht. Ah, ja, es... Das war quasi das Secret, alles klar. Ja, dann lasst uns doch mal jetzt den normalen Weg anstreben. Ja. Pyramiden! Hallo. The sand totems block your path when you stand face to face, but a certain switch will make them turn their backs, okay? Irgendwas darf mir nicht ins Gesicht schauen, sonst ist es nicht so gut. Das da. Okay, fucking Rätsel-Level. Ich dachte, meiner Meinung nach habe ich da gerade so ein Pyramidensymbol auf der Karte gesehen und kein Geisterhaus.
Ja, immerhin sieht es nicht wie ein Geisterhaus aus. Also von daher. Moment, was? Ja, ja, klar, das macht Sinn. Ja gut, dann muss ich das wieder so ändern. Ja. Dann, genau, jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Holy shit, ich will gar nicht wissen, was du da in Zukunft noch mitmachst. Ah, ja gut, das geht nicht. Das geht, dann nehme ich mir den mal mit. Ja, logisch. Logisch. Wow! Moment, was? Ich habe das überlebt. Krass. Ja, Achtung. Einfach da rein, oder? Ist jetzt keine Reset-Tür? Nee. Zack. Zack. Ja gut, das ist... Ach shit, der schießt ja sogar. Das ist ja eher so... Beschäftigungstherapie für geistig Behinderte, oder? Weil es gibt ja nur ein... Ja, kaum habe ich es gesagt. Jetzt werde ich gebullshittet. Ja, aber ich habe ja jetzt irgendwas wahrscheinlich so eingerichtet, dass ich jetzt von Anfang an woanders hingehen kann, oder? Oder nicht? Ich würde sagen, ja. Also, das heißt, ich muss mit dem Ding jetzt hier irgendwas anderes machen als beim... Ich müsste halt dafür sorgen, dass das... Genau. Ja, alles gut. Das ist neu. Ja, okay. Oder? Bin ich jetzt bescheuert? Nee, ich mach dasselbe. Aber ich kann mir das so vorstellen, dass ich muss jetzt, wenn... Genau, hier muss ich jetzt irgendwas anderes machen. Nicht dasselbe nochmal machen. Nicht einen auf fucking Murmeltiertag machen. Aber was? Irgendwas ist hier. Irgendwas... Fick dich, du Missgeburten-Holocaust. Da? Mann, Leute. Wie oft denn noch? Nehmt eure Kreativität, bastet euch ein eigenes Spiel, aber lasst mich doch mit dem Scheiß in Ruhe. Gut, jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja ihr eigenes Spiel. Ja, mein Gott, dann, Junge. Ich baue doch auch nicht Bubble Bobble in Tekken ein, oder? Wobei, wenn... Shit. Wenn ich jetzt an... Wieso sind hier so viele Gegner? Wenn ich jetzt an Street Fighter Bubble Bobble denke, dieses... Ja, so heißt es doch, oder? Moment, was tue ich hier? Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt. Das hat doch beim letzten Mal auch auf Anhieb geklappt. Ja, Geister. Wir sind Geister. Wir sind toll. Ja. Aber beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch noch eine scheiß Feder. Ach so, ja, okay, sorry. Uff, ja, das war klar. Ja, nee, wie sagt man? Meine Motivation, meine... Ja, kriege ich das Wort noch? Finde ich es noch? Meine Lust auf dieses Level, mein Anstand, ich habe dem Level jetzt eine Chance gegeben, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dieses Level. Wieso drehst du dich um, wenn du da gerade nach rechts gelaufen bist, du dummes Stück Scheiße? Ja, kannst du mir auch nicht so wirklich sagen, ne? Also das war ja nur, wie oft denn noch, das ist nur für die Münze. Ist er eigentlich gestorben? Anscheinend. Jetzt ist er wieder da. Komisch. So, ja, das war ja so dieser Abschnitt, der, ja, was auch immer. So, das ist ja jetzt hier unser eigentliches Problem. So, die Dinger sind schon so eingestellt. Waren die beim letzten Mal andersrum? Oder so? Ich weiß nicht. Ich habe schon wieder Probleme, mir Sachen zu merken. Also das hier, das ist ja klar. Bla, bla, bla. Ja. Tja, das war's dann wieder mit dieser Folge. Junge, es ist gerade mal eine... Ich glaube, eine halbe... Als ob...
Gerade mal eine halbe Stunde her, dass wir diese Holocaust-Scheiße gemacht haben mit dem Geisterhaus. Zack. Zack. Und ich hab's gesagt, meine eigene Schuld. Ich hab vor 5 Minuten oder so gesagt, das ist voll einfach. Ja, das ist wahrscheinlich auch, wenn man dann Lust drauf hat und minimalen IQ hat, was ich anscheinend nicht habe. Bin ja nicht so der Rätseltyp. Ich meine, ich mag so Detektiv Conan und sowas, ne, aber ich muss die scheiß Fälle ja nicht lösen. Auch wenn ich es natürlich immer versuche, keine Frage. Und manchmal ist es ja auch offensichtlich. Hallo? So. So, das ist ja alles schicki. Alles schicki. Oh, muss ich vielleicht schneller sein? Ich muss irgendwie was machen, damit ich da... Wobei, nein, Quatsch, das macht da auch gar keinen Sinn. Oder da unten? Im Moment, was? Ja, das... Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen, oder? Oder wenn ich jetzt da nochmal zurückgehe, ändert sich da was? Ja! Ja, guck mal. Einmal falsch abgebogen. Beziehungsweise jetzt einmal richtig abgebogen. Das ist doch neu, oder? Ich glaube schon. Soll ich da jetzt reingehen? Der verarscht mich doch, oder? Fick dich. Alter, was zum Fuck? Ich aktiviere das jetzt und gehe da rein. Das ist bestimmt das, was er will, oder? Jetzt bin ich hier in dem Moment, dass... Ich check's nicht, Leute. Und jetzt bin ich auch noch Game Over. Ja gut, das ist egal. Hey, ich hab's... Ah, nee, doch nicht. Oh, ja, da, jetzt, das ist die letzte Tür. Ah, nee, guck mal, da geht's noch weiter. Und da, und da, und... Leute. Bewerbt euch bei irgendwelchen Spielentwicklern, aber wirklich, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich will doch einfach nur hüpfen. Durch die Wiese, über die Blumen. Über die Blümchen, auf die Blümchen. Will doch nur die Blümchen kaputt hüpfen. Fuck off. Aber immerhin minimal weitergekommen, ha? Ja. So, dann machen wir nochmal. Ja, was machen wir nochmal? Wir holen uns den Bobs, Bobbly, Bubbly, Bupsi, Pupsi, Stupsi. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Leck. Genau so war das dann hierhin. Zack, so. Und da mache ich ein Safe Set, weil es passiert ja im Grunde nicht viel. Das sind ja nur unnötige Wege, die ich immer wieder laufen muss. Da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Es müssen Kompromisse getätigt werden. So, und hier... Ja, dann gehe ich erstmal da rein. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, noch nicht gemacht. Okay, gut. Ich würde sagen, das ist so der Reset-Raum, der Allahu-Akbar-Raum. Wenn du da drin bist, dann weißt du, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Dementsprechend holen wir uns jetzt... Ja, fick dich, Geist. Das ist auch sehr, sehr gut platziert. Schon zum Abfacken, total unnötig. Ich meine, da sind 3000 Türen, da habe ich schon genug Probleme. Und dann kommt er mir noch mit so einem Drecksgeist. Jetzt ist er komischerweise nicht so weit gekommen. Aktivieren. So. Und dann ohne das zu betätigen, bin ich jetzt da. Aber was soll das bringen? Nichts, oder? Nichts. Niert, niert, niert. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Schaffen wir das noch in der Folge? Hab echt keinen Bock mehr, das in der nächsten Folge noch weiter spielen zu müssen. So, zack. Habe ich denn noch eine andere Wahl? Ja klar, ich kann ja das aktivieren. Fucking unsichtbare Block, ist das jetzt Kaiser oder was? Und dann laufe ich einfach hier weiter, genau. Einfach nicht die erstbeste Tür nehmen, ha? Das wird jetzt ein Spaß, wenn ich den Sprung verkacke, ne? Nein.
Kann ich überhaupt... Ja. Nee, verkackt. Ich muss das ja irgendwie aktivieren. Ich hatte irgendwie gehofft, dass ich von dem Ding noch abspringen kann. Aber nee, dann hat er ihn ja gepackt. Wenn ich das Ding nach oben werfe, kann ich damit Sachen aktivieren? Wir können es ja hier mal versuchen. Tatsächlich. Ja, das hätte ich halt machen müssen. Ich war mir nicht sicher, ob das möglich ist. Ha, ausgesperrt, Bitch. So. Da machen wir das natürlich eiskalt so. Ach, die fucking Geister, ey. So. Genau, dann hier runter. Ja, ich aktiviere das jetzt einfach mal, hoffe aufs Beste. Ja. Geil. Und jetzt den hier. Fuck mich nicht ab, Geist. Fuck mich einfach nicht ab, okay. Ja, du gehst jetzt auch dahin, du denkst dir so, jo. Damit dich mein schöner kleiner Geisterfreund stressen kann, ne? Ja, dreimal reicht, dankeschön. Ja. Schön. Wie gesagt, ich kann das respektieren und so weiter, Chapeau, aber bitte geh mit deinem Scheiß woanders hin. Wenn ich dann wirklich Lust drauf hab, oder also jemals drauf hätte, was nie passieren wird, dann würde ich einfach bewusst solche Hacks suchen. Dann würde ich danach googeln, gibt's nicht diese fucking Kategorie bei SMW Central Puzzle? Wenn wir einfach normal, Standard, Hard, Super Hard und Kaiser haben, gibt's doch... Wenn nicht, dann fügt eine fucking Puzzle-Funktion ein. Aber lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe, Mann. Junge. Ja, Leute, das war's heute mit Let's Play. Super Luigi Land hat im Endeffekt dann doch zeitlich sehr, sehr gut geknappt, ne? Geklappt, ne? Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt, glaube ich, eine Minute länger eingestellt hatte. 16 Minuten statt 15. Naja, gut. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Und besser so als nie, würde ich sagen. Schön, dass wir das beendet haben. Jetzt mache ich eine kleine Pause und dann weiß ich beim nächsten Mal so, yo, jetzt kann ich wieder springen und muss den Shit nicht machen. Fragt sich nur, wie lange, ne? Das nächste Kackrätsel wartet bestimmt schon. Ja, fuck off. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.